Wir haben ja im ersten Korintherbrief bereits schon gelernt, dass das Zentrum der Gemeinde immer Jesus Christus, der uns erlöst hat, sein muss. Allerdings passierte es dort in Korinth, dass man sich auf andere Schwerpunkte, sprich Menschen, stützte und berief. Und Dank sei dem Herrn, dass er durch den Apostel Paulus, durch den Heiligen Geist, die Gemeinde zurechtrücken wollte, und ich gehe mal davon aus, dass sie sich haben zurechtrücken lassen, so wie wir uns auch immer wieder zurechtrücken lassen sollen. Er sprach darüber, dass die Diener wirklich nur Diener sind und nicht solche, die verehrt werden müssen und denen man nachfolgen soll, sondern dem, der dort verkündigt wird. Wir sind nur Mitarbeiter, sprach der Apostel Paulus. Nach Gottes Gnade habe ich den Grund in der Gemeinde, der örtlichen, legen dürfen. Ein anderer baut darauf, jeder sehe zu, wer darauf baut. Und heute der 11. Vers. Einen anderen Grund kann ja niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Grund der Zusammenkunft, des Wirkens der Gemeinde Jesu, außer durch den Erlöser geführt und geleitet zu sein. In der Welt gibt es viele Gesellschaften, viele menschliche Gründe, zusammenzukommen. Aber Gemeinde Jesu kommt nie aus menschlichen Gründen zusammen, sondern immer aufgrund der Erlösung in Jesus Christus, dem Sohne Gottes. Er sammelt seine Gemeinde, er begabt seine Gemeinde, er sendet seine Gemeinde, er gebraucht seine Gemeinde zum Zeugnis des Lebens in dieser Welt. Und die Korinther sollten das auch verstehen lernen. Nur der eingeborene Sohn Gottes, der wahrer Gott ist und Mensch zugleich, Menschensohn und Gottes Sohn, wie es der Apostel Paulus in Römer 1 bekundete in den Versen 3 und 4, kann der rechte Baugrund für das geistliche Haus des Einzelnen und der Gemeinde sein. Wer woanders drauf baut, baut vergebens. Wenn der Herr das Haus, das Geistliche, nicht baut, dann arbeiten alle Arbeiter vergeblich, ein geistliches Haus aufzurichten. Es ist alles dann nur Schaumschlägerei und es bricht irgendwann zusammen. Und das sehen wir auch in unserer religiösen Welt. Da wird etwas hochstilisiert, nach einiger Zeit bricht es auseinander und ist nicht mehr zu sehen. Und dann gibt es wieder neue Versuche und die brechen auch auseinander. Wo der Herr nicht seine Gemeinde sammelt, ist jegliche Form der Sammlung der Gemeinde vergebens. Wir müssen erkennen, und das sollten die Korinther auch erkannt haben, dass es sich um das Wirken des lebendigen Gottes allein handelt in der Sammlung seiner Erlösten. In Römer 1, ich lese mal diese Verse, Vers 3 und 4, schreibt der Apostel Paulus, dass er, dass ja verheißen ist schon durch die Propheten, dass dieser Sohn Gottes kommt. Es ist das Evangelium von seinem Sohn, der geboren ist von dem Samen Davids nach dem Fleisch, das Menschensohn, und kräftig erwiesen als ein Sohn Gottes nach dem Geist, Gottes Sohn, der da heiligt seit der Zeit, da er auferstanden ist von den Toten, Jesus Christus, unser Herr. Also nur durch ihn ist Bau der Gemeinde möglich. Menschen helfen dazu nicht. Menschen können von ihm gebraucht und eingesetzt werden. Aber nur was von oben herab aus dem Himmel kommt, wirkt Bleibendes hier schon auf der Erde, was auch im Himmel wieder gefunden wird. Johannes, der Täufer, hat das bereits erkannt,
denn er war ja voll des Heiligen Geistes. Und er sprach dann, auch in Johannes 3 können wir das lesen, Vers 31, der von oben herkommt, der ist über alle. Wer von der Erde ist, der ist von der Erde und er redet von der Erde. Also alle Menschen, auch Johannes der Täufer, redete ja in gewisser Hinsicht als ein Begleiter der anderen Menschen auf der Erde. Aber der vom Himmel kommt, der ist über alle. Der vom Himmel kommt, regiert über alle und er zeugt, was er gesehen und gehört hat. Er zeugt, was er im Himmel gesehen und gehört hat. So heißt es ja auch im dritten Kapitel, Johannes 3, Vers 13. Auch das sollten die Korinther neu gelernt haben und wir lernen es gleich mit. Niemand fährt gen Himmel. Und jetzt kommt die wunderbare Aussage, außer der, der vom Himmel gekommen ist. Und jetzt noch mehr, nämlich des Menschensohn, der jetzt im Himmel ist und auch vorher dort war. Also wir merken, alles hängt an dieser Erscheinung Gottes in Christus ab. Niemand fährt gen Himmel, kann keiner schaffen, außer der, der vom Himmel gekommen ist und der auch im Himmel ist. Alles bindet Gott in sich selbst. Und darum wollte der Apostel Paulus deutlich machen, verlasst euch nicht auf Menschennamen, ob die nun Petrus, Apollos oder Paulus heißen, sondern auf den, der vom Himmel gekommen ist und euch mit in den Himmel nehmen kann. Es muss also einer sein, der vollkommen ist, der dann auch eine vollkommene Erlösung bringen kann. Denn nur ein Vollkommener kann eine Stellvertretung übernehmen. Denn alle anderen Menschen sind abgewichen. Keiner ist vollkommen. Keiner kann den anderen vertreten. Und das schreibt der Apostel Paulus ja auch im Brief an die Römer, den sicher dann auch die Korinther schon gelesen haben oder lesen konnten im Nachhinein. Denn es heißt ja dort in Kapitel 3, Vers 10, das ist ja dann auch ein Zitat bereits schon aus dem Psalm Davids, Psalm 14, da heißt es dann, wie es nämlich geschrieben ist, ja, in dem Psalm 14, da ist nicht der gerecht sei, auch nicht einer, weder Maria, noch Paulus, noch Petrus, noch Apollos, alle nicht gerecht. Deswegen nicht auf sie verlassen, sondern auf den, der gerecht ist. Ja? Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig geworden. Da ist nicht der Gutes tue, auch nicht einer. Und dann geht es weiter, ihr Schlund ist ein offenes Grab, da wird dann bezeichnet, wie der Mensch getrennt von Gott wirkt, wie er arbeitet und auf den dürfen und sollen wir uns nicht verlassen. Keiner kann also den anderen erlösen. Keiner kann den anderen von seiner Schuld erretten. Keiner kann Stellvertretung für den anderen einnehmen. Dazu lesen wir auch bereits in dem Psalm 49 der Kinder Kora in Vers 2 und dann 8. Hört zu, alle Völker, merkt auf alle, die ihr in dieser Zeit lebt. Vers 8, es kann doch ein Bruder niemand den anderen erlösen und ihn mit Gott versöhnen. Das geht doch gar nicht. Denn es kostet zu viel, ihre Seele zu erlösen, man muss es anstehen lassen ewiglich. Wir merken also, wie eng das ist. Der Apostel Paulus will hier sagen, haltet euch an den Vollkommenen. Und nicht an die Menschen. Niemand kann einen anderen erlösen und auf dem Weg des ewigen Lebens führen. Man muss es anstehen lassen, heißt es hier im Psalm 49. Man kann ihm nicht helfen, dass er fortlebe und dass er die Grube nicht sieht. Wir brauchen einen anderen.
Selbst der Apostel Thomas, der so kritisch war, hin und her gerissen war in seiner Erkenntnis, ließ sich dann doch aber belehren, als er Jesus vor sich sah, den Auferstandenen. Und dann sagte er etwas, was sehr bezeichnend und wichtig ist. Er nannte ihn nicht nur Herr, Meister, Rabbi, sondern Gott. Mein Herr und mein Gott, Menschensohn und Gottessohn. Das ist das Geheimnis. Und genauso in Caesarea Philippi, als Jesus die Frage den Jüngern stellte, wer sagt ihr, dass ich bin? Wer bin ich denn für euch? Alle waren verstummt und Petrus konnte plötzlich sagen, du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Was sagt Jesus? Das ist die Wahrheit, aber das konntest du nicht wissen. Das ist dir von oben herabgegeben worden. Und das ist der Weg. Und an den müsst ihr euch halten. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Es wurden viele Merkmale erkannt an Jesus Christus, dass er der ist, dem man alleine nachfolgen soll, nicht einem Menschen. Ich habe mal 7 Merkmale aufnotiert, die zuverlässig sind. Das erste Merkmal, dass Jesus das Fundament ist, das einzige Fundament, auf dem geistliches Leben entstehen und gebaut werden kann, liegt darin, dass er frei war von jeglicher Sünde. Er war vollkommen. Er war unbelastet. Das lesen wir zum Beispiel, Paulus hat das im 2. Korinther 5 auch in Vers 21 gesagt, der von keiner Sünde wusste. Und Jesus selber sagt auch in Johannes 8, als er sich versuchte, den Menschen zu offenbaren und sie haben immer daran gezweifelt, wer bist du eigentlich, was machst du aus dir selbst? Ich bin Gottes Sohn, ich mache nichts von mir selber, ich mache nur das, was ich sehe, den Vater sehen. Und dann sagt er zum Schluss in Johannes 8, Vers 46, ist denn jemand da, der mir eine Sünde nachweisen kann? Nein. Ich bin der euch helfen kann. Ich bin frei von der Sünde. Ich lese das am besten mal auch in die Verse 14 und 23 in Johannes 8. Ist es immer besser, man hat das direkt vor sich. Johannes 8, Vers 14. So ich von mir selbst zeugen würde, so ist mein Zeugnis wahr. Denn ich weiß, woher ich gekommen bin und wo ich hingehe. Ich weiß das. Ihr aber wisst es nicht, woher ich gekommen bin, wohin ich gehe. Und in Vers 23 auch, ihr seid von unten. Also um einfach mal deutlich zu machen, was ein Mensch so beurteilen kann. Jesus sagt, ihr seid von unten her. Ich bin von oben her. Ihr könnt gar nicht das beurteilen und sagen, ich bin es nicht, weil ihr das gar nicht seht. Das muss euch offenbart werden. Ich bin von oben her. Ihr seid von dieser Welt und ich bin nicht von dieser Welt. Also das ist schon mal der Grund, sich an diesen zu halten, der völlig abseits von dieser Welt das Angebot der Erlösung gibt. Ein zweiter Grund, warum Jesus das Fundament ist, er hat nicht nur keine eigene Sünde getan, sondern er hatte auch keine Erbsünde. Denn alle Menschen haben Erbsünde in sich. So lesen wir auch in Römer 5, Vers 12, dass ja durch Adam die Sünde und der Tod durchgedrungen ist zu allen Menschen. Von dem ersten Menschen
bis zu dem Letzten. Mit anderen Worten, müsste ja normalerweise der Menschensohn auch von Erbsünde belassen, denn er hatte ja Fleisch und Blut. Aber Gott hat einen Weg gefunden, ihn vollkommen hier auf diese Erde zu senden, so wie es auch in Jesaja 7, Vers 14 schon steht, als dieser Ahas, der König, ja so ein bisschen Angst hatte und wollte ja Kompromisse eingehen mit den Nachbarvölkern, um sich zu wehren gegen das Nordreich Israel. Und der Herr sagt, das brauchst du doch nicht, ich habe dich doch immer errettet. Und dann wurde er gefragt, ob er nicht ein Zeichen haben wollte. Er sollte eins vor, nein, nein, das traue ich mich nicht. Ja, Jesaja sagte, ja, willst du denn auch noch Gott beleidigen? Und deswegen heißt es hier in Vers 14, Jesaja 7, darum so wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären. Den soll sie Immanuel, Gott mit uns heißen. Eine Jungfrau ist schwanger. Und die Erfüllung lesen wir ja und denken auch immer wieder daran im Lukas-Evangelium. Als der Engel Gabriel kam, er kam zu einer Jungfrau. Im Griechischen heißt es ja Parthenos, ja, das ist Jungfrau, das ist nicht junge Frau, wie manche das übersetzen. Das ist eine Frau, eine junge, wohl noch junge Frau, die nicht verheiratet war, die noch keinen Mann hatte, eine Jungfrau, ja. Zu der kam er und berichtete, was dort geschehen soll, dass nämlich in ihr der Messias gezeugt und geboren werden soll. In Vers 27, ja, zu einer Jungfrau, die vertraut war, also verlobt war, mit einem Mann namens Josef. Und in Vers 31, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Jesus heißen. Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Stuhl seines Vaters David geben. Wir denken auch daran, dass David verheißen worden ist, dass sein Königsstuhl nicht leer bleiben soll. Ja, und das ist der König aller Könige, der dort kommen wird, in Jesus Christus. Und er wird ein König sein über das Haus Jakob ewig. Sein Königreich wird kein Ende haben. Kein Ende haben. Und dann verwunderte sich natürlich Maria, weil sie das ja auch nicht verstehen konnte. Eine Jungfrau wird schwanger. Wie geht denn das zu? Ja, das Problem haben auch Theologen unserer Zeit, die sagen, das kann nicht sein. Sowas ist unnatürlich. Ja, es ist ja auch unnatürlich, was Gott tut. Es hat ja nichts mit unserer Natur zu tun, sondern es hat mit seiner Kraft und Macht zu tun. Maria fragte, wie soll denn das zugehen? Obwohl ich ja gar keinen Mann habe, wie soll ich denn da ein Kind bekommen? Und dann kam die Antwort, damit auch die Erbsünde ausgeschlossen ist, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also nicht nur Menschensohn, sondern Gottes Sohn. Das ist der Grund, warum Jesus allein das Fundament für ein geistliches Leben ist. Wer geistliches Leben woanders sucht oder aufbauen möchte, baut vergeblich. Baut vergeblich. Und wir merken das auch in unseren Zeiten. Ein drittes, warum Jesus der einzige Baugrund ist, das einzige Fundament, auf dem geistliches Leben gebaut werden kann, ist, dass er ein Lamm ohne Fehl war. Er hatte die Voraussetzung, genau das, was Gott forderte, denn beim Auszug aus Ägypten musste das Volk Israel auch ein Lamm opfern. Und da steht dann in 2. Mose 12, dass man ein Lamm ohne Fehler brauchte. Sie sollten das beobachten einige Tage, ob das Lamm nicht irgendwie einen Fehler hat. Durfte nicht geopfert werden. Denn das Lamm ohne Fehler
sollte dazu dienen, dass das Blut an die Pfosten der Türen der Israeliten gestrichen wird und der Todesengel vorbeiging. Es braucht ein Lamm ohne Fehler. Und das wurde auch später im Gesetz dann festgelegt, in 3. Mose 22. Das möchte ich mal direkt lesen. 3. Mose 22, Vers 18. Sage Aaron und seinen Söhnen und allen Kindern Israel, welcher Israeliter oder Fremdling in Israel sein Opfer tun will, es sei irgendein Gelübde oder von freiem Willen, dass sie dem Herrn ein Brandopfer tun wollen, das ihm von euch angenehm sei, das soll ein Männlein sein und ohne Fehl von Rindern oder Lämmern. Also das Männliche ist dabei auch wichtig, weil das erste Geschöpf, was Gott geschaffen hat, ein Mann war. Die Eva, ein Teil dieses Mannes. Und deswegen wird ja auch gesagt, durch den Mann ist die Sünde in die Welt gekommen. Wir könnten sagen, na wieso, Eva hat doch die Frucht gepflückt. Aber Adam wurde zur Rechenschaft gezogen. Adam, wo bist du? Ja, nicht Eva, wo bist du, sondern Adam, wo bist du? Und durch diesen Adam ist der Tod in die ganze Welt gekommen. Und deswegen, anstelle dessen muss etwas Männliches geopfert werden. Das soll ein Männlein sein, ohne Fehler. Alles, was einen Fehler hat, sollt ihr nicht opfern. Nicht opfern, denn es wird von euch nicht angenehm sein. Und das warf ja auch der lebendige Gott dem Volk Israel in anderen prophetischen Aussagen vor. Ja, ihr bringt hier was Untüchtiges her, nicht? Und denkt, ihr könnt jetzt ein Opfer bringen und dabei hinkt das Lamm. Dann gibt es zu eurem Fürsten. Aber das könnt ihr Gott nicht geben. Gott müsst ihr etwas Vollkommenes geben. Und Jesus Christus war ein vollkommenes Lamm, ohne Fehler. Darum ist er das rechte Fundament. Nochmal 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, auf dass die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, uns gegeben wird. Und auch in Jesaja 53, wir kennen dieses Wort, in Vers 4 und 5, er trug unsere Krankheit, lud auf sich unsere Schmerzen. Er hatte keine, weder Erbsünde noch eigene Sünde. Wir allerdings hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet, um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Ich denke, dass die Korinther das dann auch verstehen konnten. Der Apostel Paulus hat gewiss auch diese Verse ihnen zitiert und gesagt, hier ist das absolut reine Lamm ohne Fehl, das für uns geschlachtet worden ist. Ein viertes, Jesus Christus hatte auch das Merkmal des wahren Baugrundes deswegen, weil der Tod keine bleibende Macht über ihn ausüben konnte. Das ist bei allen anderen nicht so gewesen. Er hat zwar den Lazarus für eine gewisse Zeit wieder von den Toten erweckt, aber der starb auch wieder. Aber Jesus Christus, er erstand vom Tode und blieb lebendig. Darum konnte der Apostel Paulus in 1. Korinther 15 sagen, er ist der Erstling von den Toten. Auf den müsst ihr euch verlassen. Er ist der Baugrund für das geistliche Leben. Und es wurde ja auch den Frauen am Grab gesagt, als sie den Toten Jesus salben wollten, was sucht ihr denn den Lebendigen bei den Toten? Verlasst euch auf den Lebendigen. Und Petrus hat es dann auch nach Pfingsten in seiner ersten Predigt so gesagt, damit die Leute das verstehen. Der Tod konnte ihn nicht halten. Das ist der Einzige, den der Tod nicht festhalten konnte. Apostelgeschichte 2, Vers 24 lesen wir.
Den hat Gott auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm gehalten werden. Denn David wiederum ein Psalmwort, David wird ja auch, und das geht ja hier auch noch weiter hervor, auch als Prophet bezeichnet, denn David spricht von ihm: Ich habe den Herrn allezeit vorgesetzt vor mein Angesicht, denn er ist an meiner Rechten, auf dass er nicht bewegt werde. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge freut sich, denn auch mein Fleisch wird ruhen in der Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode lassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Und dann sagt Petrus weiter: Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich doch frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben. Und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Und da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eid, dass die Frucht seiner Lenden sollte auf seinem Stuhl sitzen, hat er es zuvor gesehen und geredet von der Auferstehung Christi, dass seine Seele nicht dem Tode, Auferstehung Christi, seine Seele nicht dem Tode gelassen ist und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Also auch dies sagt dann, das ist das einzige Fundament, auf das wir uns verlassen sollen. Nie auf Menschen, sondern geistliches Leben immer auf diesen, der die Verwesung nicht gesehen hat, den der Tod nicht festhalten konnte. Und ein fünftes: Jesus Christus ist auch der ewig Seiende, der Erstling von den Toten, der ewig Seiende, der Unveränderliche. Wir kennen ja dieses Wort, Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Aber er hat es auch bewiesen und gezeigt, als nämlich Stephanus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, dem Volk Israel seine Geschichte offenbarte und zeigte, wie sie in der Vergangenheit gehandelt haben, und sie einfach rief zu diesem von Gott geoffenbarten vollkommenen Heil in Christus. Wollten sie ihn ja steinigen und steinigten ihn letztlich auch, aber während er dort starb und die Steine auf ihn fielen, rief er aus in Apostelgeschichte 7, Vers 55, da heißt es: Er sah den Himmel offen, die Herrlichkeit Gottes und Jesum stehen zur Rechten Gottes und sprach: Siehe, ich sehe den Himmel offen und des Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Er ist ewig, auf ihn müsst ihr euch verlassen, nicht auf Paulus oder Apollos oder wie die Namen auch heißen in dieser Welt, sondern auf den. Er ist ewig, merken wir, wozu auch wir gerufen sind, dass wir nicht lehren und Menschen nachfolgen, sondern allein auf dem Baugrund, der Jesus Christus heißt, unser Leben gegründet wissen. Und sechstens, er war der Einzige, der die Tür des Himmels öffnete und darum bat, um den Heiligen Geist für alle, die an ihn glauben. In Johannes 14 sagte er das in Vers 16: Ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster gibt, der ewiglich bei euch bleibt. Er tut das. Kein anderer konnte das tun. Diese Tür öffnen, das wäre verschlossen geblieben. Jesus allein gab den Heiligen Geist, indem er den Vater bat: Sende diesen anderen Tröster. Das ist geschehen zu Pfingsten. In der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4 lesen wir das ja. Deswegen dieses Wunder, was ja viele Fragen aufgeworfen hat unter den schauendem Volk zu dieser Zeit, aber eben auch bis zum heutigen Tag. Und Petrus sagt, es ist jetzt nicht abnormal, das ist Gott. So wie es der Prophet Joel schon gesagt hat. Das ist Gott, das kann kein anderer. Das kann nur er tun und konnte nur er tun. Verlasst euch also auf ihn.
Denn es steht ja geschrieben, es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll selig werden. Er soll dieses Geschenk des Heiligen Geistes vom Himmel bekommen. Hier verstehen wir ja auch die Worte Jesu, dass er schon vorgeschattet gesagt hat, es sei denn, dass jemand von neuem geboren wird. Sonst kann er den Anschluss an den Himmel gar nicht empfangen. Die Wiedergeburt ist eben was ganz Wichtiges. Und die Wiedergeburt im Heiligen Geist schließt auch an den Korpus der Gemeinde Jesu. Am Korpus der Gemeinde Jesu sind nur solche, die den anderen Tröster bekommen haben, den Heiligen Geist. Andere stehen davor. Sie versuchen sich vielleicht anzubinden, aber sie kommen nie heran. Sie brauchen die Verbindung durch den Heiligen Geist, den nur wiederum Jesus aufgrund dessen, was er war und was er getan hat, geben konnte. Und ein siebtes noch, er ist deswegen auch das Fundament, auf dem geistliches Leben wächst, nicht nur für die Zeit, weil er verheißen hat, in Johannes 14, Vers 28, ich komme wieder. Und zwar mit der Option in Johannes 14, Vers 1 schon, damit ihr dann seid, wo ich bin. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich sagen, ich gehe hin, die Wohnung zu bereiten. Und dann komme ich wieder und nehme euch nach Hause dahin, wo ich bin. Und das konnte keiner sagen, das kann keiner sagen. Kein Religionsstifter kann sowas sagen, weil alle Religionen leben nur noch im Versuch von unten nach oben irgendwo in ein Nirvana-Himmel oder wie sie es auch nennen, zu kommen. Jesus Christus sagt, ich komme vom Himmel und hole euch nach Hause. Weil diese sieben Heilstatsachen alle auf Christus Jesus zutreffen, konnte auch der Apostel Petrus dann ganz gewiss nach Pfingsten ausrufen, es ist in keinem anderen das Heil. Ist uns auch kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir sollen selig werden. Und das ist auch das, was der Apostel Paulus den Korinthern neu deutlich machen wollte. Wer ist denn Paulus? Wer ist denn Apollos? Wer ist denn dieser? Oder wer ist denn jener? Sie sind alle nur begnadigte Sünder. Auch Maria, nur eine begnadete Sünderin. Auf Christus müsst ihr euch verlassen. Und ich denke mal, dass auch viele Gläubige wenig Sieg haben und schwachen Sieg, weil sie sich auf sich selbst oder auf Menschen verlassen. Wenn sie anfangen würden, sich allein auf Jesus Christus zu verlassen und ihm allein gehören zu wollen, würden sie mehr Sieg haben. Weil sie ja in dem Sieg Jesu leben, nicht im eigenen. Wir brauchen keinen eigenen Sieg mehr zu erringen. Wir leben mit in dem Sieg Jesu. Ich habe mich jetzt gerade kürzlich oder gestern mit meiner Frau auch darüber unterhalten und auch zu anderen gesagt, auch unsere letzten Jahrzehnte, wo wir gläubig sind, wir leben eigentlich nur von den Wundern des Herrn. Wir könnten da Bücher schreiben über Bücher, was dort im Kleinen und im Großen geschehen ist. Aber der Herr fordert, verlasst euch ganz auf mich. Eins ist zum Beispiel, wir sind zu unseren Missionsreisen meistens nur mit einem Tank losgefahren, der gerade reichte, dass wir zum Ort hinkamen. Wir wussten aber nicht, wie wir wieder nach Hause kommen. Und wer uns den Tank füllt, wir hatten auch kein Geld, dass wir den Tank wieder füllen konnten. Aber der Herr hat das immer wunderbar gemacht. Manchmal stand, wenn wir losfuhren, eine Person einfach an unserem Auto aus der Nachbarschaft, Nachbarhaus. Und wir fragten ja, was ist denn hier? Ja, ich sollte euch noch was geben fürs Benzingeld. Stand einfach da. Ich wusste aber gar nicht, dass wir an diesem Tag fahren. Wunder über Wunder. Der Herr sagt, verlasst euch ganz auf mich. Ganz auf mich. Ich will doch für euch sorgen. Es ist ja auch in keinem anderen Heil. Und wir wollen ja nicht ein neues Leben, das wollte Paulus den Korinthern auch sagen, ein neues menschliches Leben aufrichten, was jetzt nur von Gott verlangt,
einen besonderen Segen, damit es einem gut geht. Nein, wir verlassen uns jetzt auf den Herrn und wollen das geistliche Leben aufgerichtet haben. Und das äußere Leben hängt mit dran, ein Anhängsel, für das Gott auch sorgt. Denn kein anderer Mensch, auch nicht unter den Korinthern, konnte und kann der Beweggrund zum ewigen Leben und zum Gott dienen in dieser Zeit sein. Und wo die Korinther das neu verstanden haben, waren sie plötzlich eins. Vorher haben sie sich gestritten, waren sich nicht eins. Und dann konnten sie doch eins werden. Ja, wenn das so ist, dann schauen wir doch alle auf diesen einen, den Vollkommenen. Und wir sind alle unvollkommen, wir brauchen alle ihn. Und dann folgen wir gemeinsam ihm nach. Jeder sagt, ich will, ich will, ich will. Ja, und ist einfach nur auf den Erlöser fixiert. Da kommt alles gut, denn Apostel, Propheten, wie groß sie auch vor den menschlichen Augen erschienen sind, sind alles nur Diener Gottes. Jesaja, Jeremia, Mose, der größte Prophet, Johannes der Täufer, alles nur Diener. Kein Maßstab für geistliches Leben, sondern nur Verkündiger dahin. Haltet euch an den, der von oben herabgekommen ist, nicht an diese, die von der Erde sind. Wenn schon durch die Propheten des Alten Bundes dieser Baugrund in Jesus Christus den Messias aufgezeigt wurde, denn Mose durfte reden in 5. Mose 18 davon, es wird ein Prophet aus dem Volk kommen wie ich und den sollt ihr hören. Und wer, und Gott sagt, ich lege meine Worte in seinen Mund und wer diese nicht hört, dem wird es übel gehen. Von dem werde ich es fordern. Das steht in 5. Mose 18, Vers 15 bis 19. So sollte durch niemand anderen dieser verheißene, vollkommene ersetzt werden. Die Religionen sind keine Gefahr für Christen. Das sage ich mal so. Sie können keine Gefahr für Christen, für Kinder Gottes sein, sondern sie sind nur Versuchsleute, die irgendwie was mit Gott zu tun haben wollen. Christen sind geborgen in Gott. Religion kann ihnen nichts bieten und nichts anhaben. Aber wir sehen eins bei den Religionen und den religiösen Bewegungen, die der Teufel ja gerne fördert, dass alle Menschen irgendeinen Impuls im Herzen haben, es muss mehr geben als das irdische Leben. Mehr als diese paar Jahre auf der Erde. Das Gefühl haben sie und deswegen suchen sie danach. Und wenn wir das mal genau auch von der Bibel betrachten, die Naturvölker oder die Völker überhaupt, außer dem Volk Israel, hatten keine Ahnung von dem, was Gott sagt. Sie hatten zwar die Schöpfung, so wie es in Römer 1 steht, und sie konnten anhand der Schöpfung sich fragen, da muss doch einer dahinter stehen. Aber wer? Denn es steht geschrieben, Gott hat zu keinem geredet, außer zu seinem Diener Israel. Und über den Diener Israel nachher, wo Jesus Christus kam, dann die Botschaft für das Ganze, für die ganze Welt. Für die ganze Welt. Aber der Impuls, da muss doch ein Gott sein, der diese Schöpfung geschaffen hat, der förderte das Suchen. Und Paulus hat ja auch zu den Korinthern gesagt, dann als er in Athen auch war, ihr habt ja so viele verschiedene Gedenksteine an Götter. Also mit anderen Worten, ihr sucht schon nach irgendeinem Halt. Nicht? Das ist ja nicht so von ungefähr. Jetzt sage ich euch aber den richtigen Halt. Da, wo ihr euch hinwenden könnt. Und er verkündigte die Auferstehung Jesu von den Toten. Also, Gott ist der Herr, der alles tut, was ihm gefällt und was geistlich auf Erden schon wachsen kann. Kein Mensch kann es tun. Nur Jesus Christus. Und wenn wir auf dem Fundament Jesu stehen, dann wächst etwas von selbst.
Ich habe nicht so viele Vergleiche, aber eins fällt mir dabei gerade ein. Es gibt ja auch so ein Prüfgerät, ob eine Glühbirne ganz ist oder nicht. In dem Moment, wo ich die darauf setze, fängt sie an zu leuchten. Vorher könnte ich sagen, nun leuchte doch mal, du bist doch eine Glühbirne. Nee, geht nicht. Aber wenn ich sie auf das Fundament setze, dann plötzlich leuchtet die. Ja? Und so ist es mit dem geistlichen Leben auch. Wenn wir auf dem Fundament Jesus stehen, dann leuchtet etwas hindurch und macht aus unserem Leben etwas anderes. Ein anderes Wesen, nämlich das Wesen Jesu, eine andere Schau für die Dinge, eine andere Handhabung mit den Dingen. Das entsteht alles auf diesem Fundament. Und das werden wir ja dann später weiter auch noch betrachten. Da können ja unterschiedliche Dinge dann wachsen, weil ich mich ja auch noch sperren kann für den Durchfluss dessen, was Gott in Jesus mir geben will. Und dann fange ich wieder an, selber etwas in die Wege zu leiten. Und das ist alles null und nichtig. Nur was von dem Fundament aufsteigt in meinem Herzen, das bleibt, das macht froh. Und dazu wollte der Apostel Paulus aufrufen: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Soweit zu diesem einen Vers aus dem dritten Kapitel des ersten Korintherbriefes. Wir nehmen uns wieder kurz Zeit und dürfen noch bitte rückwärts.